Hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 2016, zu meiner Solo-Karriere hier bei Manor Racing. Und ja, wer das Qualifying gestern nicht gesehen hat, der ja, hat nur einen wütenden Ray verpasst. Ich war aber wütend nicht wegen anderer Leute, sondern wegen mir selber, weil ich einfach so eine Krötze zusammengefahren bin. Aber schlussendlich, jetzt ist meine Stimme fast weg, schlussendlich habe ich trotzdem eigentlich so mehr oder weniger alles erreicht. Ich bin auf dem 12. Startplatz. Ja, das ist schon mal top. Das war auch das, was das Ziel, das Team verlangt hat. Ich bin vor unserem Teamkollege den Pascal Wehrlein, der ist nämlich auf der 13, genau hinter uns. Und unser neuer Rivale, der Nico Hülkenberg, den haben wir leider nicht geschlagen. Der ist nämlich genau ein Startplatz vor uns. Ja, und in dieser letzten verkackten Runde habe ich einfach so viel Zeit liegen lassen. Also es war mal zwischenzeitlich echt eine gute Zeit, laut Leistungsdelta zu sehen, laut dem Zeitendelta. Und dann hätte ich den Hülkenberg vielleicht schlagen können. Und das hat mich so ein bisschen gewurmt. Vor allem, weil ich einfach auch nicht zufrieden war mit meiner Leistung. Aber sei es drum. Ja, jetzt haben wir Rennen. Und da draußen regnet's und Regenrennen ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Des Weiteren, in der Forschung hat sich was getan. Also ich sag das einfach nochmal für die Leute, die nämlich die Qualifyings nie schauen, ja, und sich dann immer wundern, warum ist der Männer so schnell und so? Ja, hier im Leistungsdelta. Wir haben mittlerweile, wir sind in der goldenen Mitte und ich habe gestern schon angekündigt, ich werde ab jetzt einen Forschungsstopp machen, weil ich es einfach unrealistisch finde, dass wir mit dem Männer so schnell, so gut entwickeln und so schnell zu den Top-Teams aufschließen. Und deswegen werde ich erst wieder forschen in dieser Saison, sobald wir wirklich hier ein paar Plätze wieder nach unten rutschen. Aber da, wo wir uns jetzt befinden, auf der, es müsste die siebte Position sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, ne, die sechste sogar, die sechstbeste Team. Also höher will ich auf jeden Fall nicht kommen mit dem Männer, weil das finde ich einfach unrealistisch. Außerdem soll es ja auch ein bisschen auch Herausforderung sein, eigentlich mit so einem schwächeren Team gut zu fahren. Und aktuell entwickeln wir uns eher zum guten Mittelklasse-Team. Und das, ja, wie gesagt, deswegen ein Forschungsstopp. Egal, wir hören uns mal kurz an, was das Team von uns verlangt in diesem Rennen. Hi, Emma hier. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. 12. besser, also da, wo wir waren, sollen wir bleiben. Dann Hügelberg sollen wir einholen, der uns vor uns startet. Wehrlein sollen wir hinter uns halten. Und ja, eine Fahrermeisterschaft 12. bleiben. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir zur Strecke. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Startaufstellungs-Crit wieder. Wir befinden uns am Entstehungsort des allerersten großen Preises der Formel 1 Weltmeisterschaftsgeschichte in Silverstone 1950. Damals ging Giuseppe Farina als Sieger über die Ziellinie und er stand in der Mitte von zwei Kollegen auf einem reinen Alfa Romeo Podest. Der Lohn für diesen Erfolg damals 9 WM-Punkte. Am Ende der Saison hatte er insgesamt gerade mal 30. Die Zeiten haben sich etwas geändert, denn wer heute ganz oben auf dem Treppchen steht, kassiert 25 Zähler. Eine gute Autostunde von London entfernt wartet mit Silverstone eine der renommiertesten Rennstrecken der Welt. Hier schlägt quasi das Herz des Motorsports mit 18 Kurven auf 5,8 Kilometer. Die Strecke wurde im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Mittlerweile geht die Kurve 1 schnell nach rechts und es gibt zwei DRS-Zonen auf der Wellington und auf der Hangar Straight. So oder so, Silverstone ist immer eine Reise wert. An meiner Seite darf ich heute einen Mann begrüßen, der mit der Spannung von Silverstone bestens vertraut ist, unseren guten Freund Stefan Römer. Du scheinst heute ein bisschen mehr aufgeregt zu sein als sonst. Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Oh, ich freue mich einfach nur. Hier beim großen Preis von Großbritannien herrscht immer eine sehr spezielle Atmosphäre. Das hat sich über die Jahrzehnte nicht geändert. Kannst du dich noch an das epische Rennen von 86 erinnern, als Mansell und Piquet diesen unglaublichen Kampf hier austrugen? Silverstone hat also einen hohen Stellenwert. Und wenn ich mir die Zuschauer heute ansehe, dann wird mir klar, dass es nichts von seiner Magie verloren hat. Und dazu kommt noch das fantastische Fahrerfeld heute mit ein paar harten Rivalitäten und Umständen, die für ein großartiges Rennen sorgen werden. Ich kann es nicht erwarten. Sei vorsichtig auf der Strecke bis Kurve 1. Falls wir sie zu schnell nehmen, wirft es uns aus dem Rennen. Fahr vorsichtig. Wir wollen nicht schon nach der ersten Kurve Feierabend machen.
Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Dank einer perfekten Runde im gestrigen Qualifying startet Kimi Räikkönen von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Verstappen, Valtteri Bottas und Ricciardo. Rosberg, Perez, Alonso und Nico Hülkenberg. Einmänner, Wehrlein, Jenson Button und Ericsson. Palmer, Sainz Junior, Felipe Massa und Dani Quert. Nasser und Grosjean. Kevin Magnussen und Esteban Gutierrez macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Jo, da haben wir wohl noch einen Startplatz geschenkt bekommen. Da hat wohl jemand eine Strafversetzung bekommen. Das habe ich gar nicht mitbekommen, denn wir starten nicht von der 12, sondern von der 11. Ja, Hülkenberg trotzdem weiterhin vor uns und Wehrlein genau hinter uns. Wir gehen mal in die Rennstrategie und das heißt einfach durchfahren ist die Devise. Der Regen lässt aber nach. Allerdings, ja, es ist die obige Rechnung natürlich für die 100% Rennen angesetzt. Wir fahren ja nur 25%, deswegen ja, werden wir einfach mit dem Regen durchfahren. Ich denke auch nicht, dass der Wechsel auf Intermediates Sinn macht in diesen 13 Runden. Wir nehmen mal Sprit für 13 Runden mit. Sollte passen. Vielleicht 13,1, ja, dass wir nicht ganz so viel Unglück haben, weil wir dann die 13 nicht komplett haben. Das passt schon. Gut, dann würde ich einfach sagen, das machen wir so. Und ja, wir gehen die Einführungsrunde. Ich wünsche euch viel Spaß schon mal an der Stelle. So. Ja, also das ist richtig böser Regen. Und ihr wisst ja vielleicht aus der Vergangenheit... Ja, ihr wisst vielleicht aus der Vergangenheit, dass ich ja bei Starkregenrennen oder überhaupt bei Starkregen eher meine Probleme habe tatsächlich. Bei diesen Mischverhältnissen bin ich ja relativ schnell unterwegs, also so war ich zumindest immer in dieser Karriere. Aber bei diesen Starkregenverhältnissen, so wie es jetzt auch ist, da habe ich immer so ein bisschen meine Probleme gehabt tatsächlich. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie ich auf Silverstone eine Strecke, auf der ich also meine Problemchen habe und auch vor allem im Qualifying bewiesen habe, wie ich einfach überhaupt nicht konstant hier unterwegs war, was mich ja sehr geärgert hat, wie schon erwähnt. Aber darüber möchte ich jetzt nicht nochmal reden. Gibt jetzt wahrscheinlich neuen Grund, um Ärger zu finden. Man muss ein bisschen aufpassen. Ja, da bin ich jetzt mal echt gespannt, wie ich hier dann bei diesen Verhältnissen zurechtkomme. Auch vor allem, wo ich die Bremspunkte setze und so weiter. Das jetzt rauszufinden wird schwierig. Ich hatte zwar ein Training. Das zweite Training war bei leichten Witterungsbedingungen. Mit Intermediates bin ich da gefahren. Allerdings kann ich mich da schon gefühlt gar nicht mehr dran erinnern. Ja, goldene Regel einfach beim Regen ist einfach den Bremspunkt gefühlt ein Tickchen früher zu setzen oder zum Teil ein großes Stück früher zu setzen und vor allem die Kurven zum Teil ein oder sogar zwei Gänge niedriger zu fahren, wie man es im Trockenen tun würde. Und vor allem jetzt hier auf der Strecke, bei der man mit viel Speed die Kurven nimmt, ist es natürlich jetzt die Frage, wie macht man das Ganze. Zum Glück habe ich eine Flügeleinstellung, die etwas mehr Flügel beinhaltet. Da habe ich jetzt auch nichts dran umgestellt, deswegen bin ich jetzt mal guter Dinge, dass das gar nicht so verkehrt ist. Aber das schauen wir einfach mal. Mal gucken, dass ich das Auto hier so ein bisschen... Die Hinterreifen wollen nicht warm werden so richtig. Ist aber auch schwierig hier. Die Bremsen sind auch nicht so richtig warm. Ja, beim Bremsen werden die Hinterreifen eher warm, lustigerweise. So, die KI übernimmt. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen an dieser Stelle, ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung an dieser Stelle beim großen Preis von Großbritannien, von England, hier auf dem Silverstone Grand Prix Circuit. Es geht vom 11. Startplatz ins Rennen und vielleicht sind ja Punkte drin. Das wäre ja gar nicht schlecht. Also sie sind ja direkt vor uns. Die ganzen Herrschaften vor uns sind die Punkteplätze. Die gilt es vielleicht zu holen. Aber jetzt hoffen wir einfach mal das Beste. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Ja, da kam ich nicht gut weg.
Okay, zu langsam geht's. Problem ist jetzt die erste Kurve. Uiuiui. Boah, Gegenschlenker, da muss ich aufpassen. Boah, und Hügelberg wird ja ganz langsam. Man sieht halt gar nichts. Boah, da ist Bottas richtig abgeflogen. Habt ihr das gesehen? Da gibt es bestimmt gleich einen Safety Car. Könnte ich mir vorstellen. Nee, grüne Flagge schon wieder. Scheinbar kann er noch weiterfahren, aber das sah schon spektakulär aus, da am Bildschirmrand. Boah, da muss ich ganz schön kurbeln. Boah, jetzt muss ich gucken, dass ich den Anschluss nicht verliere. Das ist gar nicht mal so einfach hier. Bremspunkt ein bisschen früher setzen. Und trotzdem zu weit rausrutschen. Boah. Ja, ich lade hier quasi meinen Teamkollegen gerade ein, mich zu überholen. Oh ja, aber wie schon gesagt, diese Starkregenbedingungen sind echt nicht meins. Muss ja viel mit dem Gaspedal spielen auch. Oh, ich muss viel früher anbremsen. Und vielleicht auch nicht so stark anbremsen, eher so ganz schwach anbremsen. Das Auto ein bisschen mehr in die Kurve reinrutschen lassen und vor allem viel spitzer die Kurven anfahren. Das ist quasi der Haupttrick an der ganzen Sache. Quasi das, was man ja oftmals vermeiden soll oder gerade hier auf der Strecke eigentlich eher vermeiden sollte, da man viele Kurven oder viele Scheitelpunkte eher spät anfahren muss hier auf der Strecke. Aber jetzt gucken wir mal. Ich muss jetzt einmal einen guten Rhythmus finden. Dann klappt es schon irgendwie. So, Hamilton vorne an der Spitze anscheinend schon. Da hat Ferrari ihre Doppelpole da schon verspielt. Da liegen auch schon die ersten Teile, hat man gesehen. Ah, ich kann den Anschluss gerade nicht richtig halten da vorne. Jetzt gucken wir mal. Muss nur an Rhythmus kommen. Aber wie gesagt, Starkregen ist nicht meins in dem Spiel. Oh, verdammte Scheiße, ey, ist das heftig. Nach einer lila Zeit dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen. Die fährt jeder in der zweiten Runde, logischerweise. Auch blöd, wenn nicht. Oh. Ja, ich komme. Also, so richtig weg kommen sie, glaube ich, da vorne nicht. Aber ich komme auch auf jeden Fall nicht ran. Wobei doch, die kommen schon weg. Ist ja eher, als dass ich rankomme. Oh, das wird heftig, das Rennen. Unanstrengend. Also nass bin ich nachher auch, glaube ich. Und in meinem Zimmer regnet es nicht. So viel kann man schon mal sagen. Wehrlein immer noch hinter uns. Leichten Abstand, glaube ich, ja. Aber das ist hauchdünn. Nach vorne komme ich auf jeden Fall nicht mit. Und mit solchen Fahrmanövern sowieso nicht. Uiuiuiui. Ja, DRS wird es auch nicht geben, was aber eigentlich auch gut ist. Dann werden wir auch schon nicht dadurch attackiert. Oh, das heißt, der leichte Regen kommt sogar früher als geplant. Vielleicht ist dann doch der Wechsel auf Intermediate sinnvoll. Und vor allem spielt es mir in die Karten, denn die Mischbedingungen liegen mir ja deutlich besser, das wisst ihr. Hab's ja auch gerade erklärt, wie eben diese Starkregenverhältnisse. Also vielleicht doch nochmal eine Chance nach vorne zu kommen. Oh, hier habe ich echt Probleme. Ich komme hier immer viel zu weit raus. Oh, typisch englisches Wetter, oder? Naja. Aber ich glaube, im Trockenrennen hätte ich, glaube ich, noch viel mehr Probleme gehabt, wahrscheinlich. Vielleicht, ich weiß es nicht. Kann es nicht sagen.
Vom Gefühl kann ich mich ja so richtig absetzen für Wehrlein nicht, aber er klebt uns immerhin mal nicht am Arsch. Das ist ja auch schon mal was wert. Kerbs ist halt natürlich gefährlich, aber so rutschig sind die Kerbs in dem Spiel gar nicht. Wenn sie nass sind, zum Glück. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 0,9 Sekunden. Oh, sind zu früh. Komm. Ja, immerhin, wenn wir die Position halten würden, würden wir einen WM-Punkt mitnehmen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Aber ja, noch ist das Rennen nicht vorbei. Ja. Änderung bestätigt. Alles klar, wir sollen Inters holen. Das mache ich. Wenn der das sagt, dann machen wir das so. Weil bei Regen habe ich einfach überhaupt gar keine Ahnung in dem Spiel, wann was sinnvoll ist. Das sehe ich nicht, spüre ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Jetzt sind die gerade richtig weggezogen auf einmal. Aber wenn der das jetzt mir vorschlägt, dann werden ganz viele jetzt auf die Inters wechseln. Wir mit jetzt... Oh. Jetzt habe ich aber richtig Zeit liegen lassen, ne? Guck mal, jetzt ist Wehrlein richtig rangekommen und nach vorne habe ich jetzt richtig den Anschluss verloren in der Runde. Das fuckt mich schon so ein bisschen ab. Ja, guck mal, da fahren einige rein. Jetzt nur richtig bremsen. Ja, da lasse ich halt auch regelmäßig Zeit liegen bei der Boxeneinfahrt. Weil die KI bremst halt perfekt ab und ich habe da nicht so richtig perfekten Bremspunkt immer, aber... Naja, wir gehören jetzt schon zumindest mal zu der Riege, die jetzt in der Runde die Inters holt. Und wenn die jetzt wirklich schneller sind, was ich davon ausgehe, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen kleinen taktischen Vorteil. Frage ist nur, wie komme ich jetzt mit denen klar? Normalfall, wie schon gesagt, sollte ich eigentlich mit Inders und Mischbedingungen besser klarkommen. Aber ich denke mal, die Strecke wird jetzt noch ziemlich nass sein. Also ich denke, ich werde jetzt viel rutschen noch. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Auf dem Sprit haben wir ein bisschen Bonushammer. Oh, da schießt sich schon wieder jemand ab. Gutierrez. Ja, das, zum Glück haben wir noch keinen Unfall oder sowas gehabt. So, wir haben jetzt da jemand mit Wets vor uns. Und normalerweise, wenn die Bedingungen wirklich besser sind... Oh ja, wir kommen beschleunigen deutlich besser raus. Aber da muss ich jetzt auf die Gerade warten. Jetzt vielleicht im Windschatten holen wir uns den Magnussen. Bisschen zu schnell hier rein, egal. Wenn ich jetzt Kampflinie fahre, kann er im Alpha nicht attackieren, zumal wir jetzt in den Kurven schneller sein sollten. Und ja, man kommt viel besser rum mit den Reifen. Lecco Mio. Einiges besser. Na, gucken wir mal, was noch geht in dem Rennen. Wir haben noch eine kleine Distanz zu fahren. Ja, ist alles gut. Oh ja, man kann deutlich schneller fahren. Und das ist, liegt mir schon deutlich jetzt, diese Mischverhältnisse. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier nicht besser fahren kann. So, jetzt ist Wehrlein in der Box. Also vor dem muss ich jetzt auf jeden Fall rauskommen. Aber da bin ich jetzt mal guter Dinge, dass das klappt. Da müsste ich sogar am zweiten noch rum, eher. So. Ja, da sind wir jetzt sogar neunter. Sogar vor Hülkenberg, weil der musste auch warten, weil Perez da vorne vor ihm in die Box ist. Also mit mir in derselben Runde. Das ist jetzt der taktische Vorteil und dadurch haben wir jetzt eine Position gewonnen.
Sehr schön. Wenn ich Glück habe, kann ich vielleicht sogar auf Alonso aufholen. Gut, diese lila Zeilen, die werden jetzt alle fahren da vorne. Komm, 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 komm. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen Tickchen schneller als Alonso gerade. So ein Gefühl zumindest. Jetzt habe ich leichte Lags wieder. Ach, das Spiel mit seinen dummen Lags immer. Vorwärts. Sehr schön. Nein. Boah, Glück gehabt, dass der Flügel jetzt nicht kaputt gegangen ist. Oh, da hat es jetzt Aquaplaning des Todes. Boah. Da über diesen hohen Randstein war nicht so geil. Aber wir sind dran. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Vorbeikommen ist jetzt natürlich die andere Kiste. Ja, gut, 10 Minuten ist das Rennen fast vorbei, oder ist es vorbei. Ja, beim Rausbeschleunigen fehlt uns einfach der Bums irgendwie. Da ziehen die uns regelmäßig weg und das ist dann das Problem. Kann aber auch daran liegen, dass ich ganz andere Flügeleinstellungen fahre, weil ich fahre schon nicht gerade mit wenig Flügel. Und dann kann halt schon sein, dass halt beim Rausbeschleunigen mir der Bums, wobei beim Rausbeschleunigen eigentlich eher nicht. Boah, das wird kritisch. Oh, Auto bleibt stabil. Auf der Bremse, das wird jetzt heftig. Sorry. Boah, das ging gerade nochmal irgendwie gut. Ein paar Informationen zu Rosberg. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Ich weiß nicht, habe ich jetzt eine Berührung gehabt mit ihm? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht auf die Ideallinie gedrückt. Aber das werden wir gleich sehen. Oh, scheiße. Oh, nö. Ja, Alter, wie langsam noch denn? Ja, die gehen jetzt in die Box zum Teil, okay. Oder ist es Rosberg, der Probleme macht? Aber Alonso ist noch hinter uns, also da ist jetzt nicht der Grund, dass ich ihn jetzt abgeschossen hätte oder so. Es war jetzt nicht so geil, das Manöver, ganz klar, aber ein bisschen verbremst, aber... Ja, die Frage ist, ob das Rennen dann überhaupt nochmal startet. Na gut, okay, normalerweise schon. Ich hoffe, die Safety-Car-Phase geht nicht allzu lange. Man, von Vorteil ist es jetzt nicht unbedingt. Ich habe jetzt eigentlich einen schönen Abstand nach hinten reingefahren. Gut, zu Alonso, der wäre jetzt so oder so hinten dran gewesen, aber... Ja, ich hoffe mal, dass die Safety-Car-Phase nicht so lange geht, weil die Safety-Car-Phasen gehen schon echt lange hier in dem Spiel immer. Jetzt sind wir noch nicht wirklich dran an der Kolonne. Ich soll halt hinter Perez bleiben und der chillt sich das Leben schön hier. Gut, viel schneller kann man sowieso gerade nicht fahren. Da bremst er einfach mal hart ab. Ja, der macht hier schon Reifenaufwärmübungen. Ja. Das ist jetzt natürlich die Frage. Oh. Ricardo auf 5. Davor ein Ferrari. Und vorne wahrscheinlich immer noch Hamilton. Habe es das so gar nicht verfolgt, wenn ich ehrlich bin. Ja,
Aber siebter Platz, das ist sehr gut. Aber das ist sehr gut, dass halt diese Mischverhältnisse jetzt relativ früh gekommen sind im Rennen. Wäre es länger bei Starkregen geblieben, hätte ich echt meine Probleme gehabt, definitiv. Also die Position hätte ich bestimmt halten können. Aber mehr halt nicht. Nach vorne ging nichts mehr. Also der Wechsel hat da jetzt schon echt geholfen. Aber das muss ich echt sagen, in den letzten Rennen hatten wir, was das so Wetter und Safety-Car-Phasen und so weiter angeht, da hatten wir echt immer Glück jetzt ein bisschen. Gut, die Safety-Car-Phase jetzt eher unnötig, muss ich sagen. Ich war jetzt gerade schneller auf jeden Fall wie Perez. Den hätte ich auf jeden Fall kassiert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das ausschaut mit dieser Safety-Car-Phase. Weil, ja, die Reifen werden jetzt auch ein bisschen, ja gut, das ist jetzt eigentlich irrelevant bei den Inters, aber die Strecke jetzt, ja gut, solange es noch regnet, ist es eigentlich egal. Ist erst schlimm, wenn es trocken wird, und ich glaube, Trockenphase werden wir nicht mehr erleben in dem Rennen. Seine Safety Car braucht 100 Jahre irgendwie. Ich hoffe, das fährt jetzt mal rein. Also wenn es jetzt wirklich so lange dauert, bis jeder rangefahren ist da hinten, dann fahren wir auf jeden Fall nochmal zwei Runden. Ich hoffe, das fährt jetzt direkt rein, ey, weil sonst ist es echt scheiße. Mann. Aber ja, so im Großen und Ganzen, also wenn man das so vergleicht zu dem Ergebnis von Quali und so weiter, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Und ich meine, das Ergebnis von Quali war auch gut. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ich kann nur nicht aufhören damit, weil ich einmal mit der Leistung nicht zufrieden war. Aber so, ja, heißt einfach beim nächsten Mal, beim nächsten Qualifying, beim nächsten Rennen einfach mehr anstrengen. Ja, Sprit habe ich mehr als genug. Da würde ich ganz gerne auf Fett versuchen zu fahren dann gleich. Aber ich weiß halt nicht, was der macht hier. Komm, Safety Car, fahr jetzt rein. Da vorne geht's los in Sektor 3. Also da wissen wir es dann spätestens, ob es reinfährt oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht reinfahren wird. Ne, tut's nicht. Ach nee, nochmal eine Runde. Ach echt jetzt, das ist doch scheiße. Wir haben jetzt in jedem Rennen Safety Car, ist euch schon mal aufgefallen? Das ist immer, seit wir auf diesem erhöhten Schwierigkeitsgrad fahren, schießen die sich regelmäßig ab. Das ist echt so. Ohne Flachs. Kriegen wir das auf einmal ohne hin? Ja, ich weiß, man könnte Safety Car abstellen, aber das ist ja auch nicht richtig. Gehört ja auch dann irgendwie dazu, oder nicht? So, Alonso ist 8er hinter uns, 9, 10. Also normalerweise müsste Wehrlein, wenn ich das richtig, aufpassen Ray, was du da machst, wenn ich das richtig auf der Minimap sehe, müsste Wehrlein auf dem 11. Platz sein. Also knapp von den Punkten weg leider. Aber fürs Team wäre es ja nicht schlecht, wenn er noch ein Pünktchen mitnehmen könnte. So. Also Sprit habe ich jetzt mehr als genug, da kann ich jetzt gleich richtig fett ballern. Auf den Mischverhältnissen kann man das zum Glück auch noch einigermaßen. Auf Starkregen ist eher nicht zu empfehlen, mit Fett zu fahren. Höchstens dann auf den Geraden, ganz kurz, wenn man Grip dann mal hat. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Ja, jetzt werde ich eh nicht mehr wechseln, jetzt ist ja Quatsch. Also nur aufpassen, Perez macht hier echt immer sehr blöde Manöver. Weil es immer ein bisschen im Nassen, dass die Reifen nicht so. Wobei ja, überhitzen werden die eh nicht bei so langsamem Tempo. Aber halt abnutzen. Komm, aber jetzt muss es doch reinfahren, ey. Das. Ein bisschen Rennaction will ich auch noch haben. Vielleicht geht ja noch mal was gegen Perez. Wäre ja schon geil. Jawohl. So, fett. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Okay. Ja, das Problem ist nur, die ziehen das Tempo da an, wo ich nicht so geil als rumkomme. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ah.
Und ich komme auf den Curb und rutsche aus. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. So. Komm hier rum. Das ist so scheiße in diesem mega engen Pulk hier. Boah, nicht über diesen Randstein. Komm, jetzt komm, Feuer, Feuer, Feuer. Boah, Alonso macht jetzt halt richtig Druck. Aber den ignoriere ich jetzt erstmal. Problem ist, ich will, wenn ich zu spät bremse, kassiert mich Alonso. Wenn ich zu früh bremse, kassiert mich Alonso. Wenn ich zu spät bremse, fahre ich dem Vordermann drauf. Das will ich nämlich auch nicht. Jetzt vielleicht mit Fett und Windschatten. Das wird ein bisschen versetzt anbremsen. Sicher ist sicher. Oh, da wird er richtig langsam hier. Na, außenrum brauche ich nicht vorbei. Versuchen, aber von weiter außen anfahren, um mehr Schwung mitzunehmen vielleicht. Ja, das klappt. Wenn, oh, ob das klappt, ist die Frage. Das Heck wird, oh, das Auto ist richtig instabil. So, jetzt hier. Nicht so wie bei Alonso. Ja, Perez steckt zurück. Sehr schön. Und dann haben wir eine Position gewonnen. Geil. Komm, Feuer, Feuer, Feuer. Regen hat übrigens aufgehört. Die Safety-Car-Phase jetzt ein bisschen länger ging. Aber ja, jetzt braucht man auch nicht mehr wechseln. So, jetzt ich. Warum? Die Strecke ist jetzt halt am Abtrocknen schon. Die Distanz zum Führenden beträgt 4,2 Sekunden. Problem ist, die Verhältnisse jetzt sind auch nicht so meins, wenn es so abtrocknet mit den Inters. Aber wenn ich jetzt die Position halten kann, wäre natürlich ja schon sexy. Sechster Platz, das wäre eine sehr gute Verbesserung. Vor allem auf einer Strecke, die mir eigentlich nicht so liegt. Kann ich da nicht meckern. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich. Ja, der Regen hat jetzt aufgehört. Also normalerweise müsste man jetzt überlegen, dann so langsam schon auf die Trockenen zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rennleitung sogar vielleicht in der letzten Runde nochmal das DRS aktiviert. Und das wäre halt, ja, semi-geil, wenn da Perez hinter uns noch ist. Aber eine kleine Lücke können wir jetzt reinfahren. Wir müssen nur auf über eine Sekunde kommen irgendwie. Und da komme ich zu weit nach links. Gefährlich, kostet Schwung, kostet Zeit, kostet Nerven. So, da vorne können wir nicht mitteilen, aber das ist ja auch klar. Da vorne fahren die Creme de la Creme. Aber ja, wir haben über eine Sekunde schon mal rausgefahren. Das ist doch super. Selbst wenn jetzt DRS kommt. Alles gut. Oh, Verstappen hat Probleme. Da gab es wohl eine kleine Kollision. So, ich mach mal einen richtigen Verstappen-Move hier. Einfach mal hier reinsetzen. Scheiß drauf. Ja gut, wenn du das sagst, dann sage ich Feuer frei, ne? Ja, Verstappen hat auf jeden Fall ein Problem, glaube ich, weil der bleibt jetzt auch nicht wirklich hinter uns dran. Vielleicht Flügel oder so weg, da habe ich es nicht drauf geachtet. Ist mir jetzt auch egal. Nochmal eine Position für uns. Komm, komm, komm. Boah, da muss man ganz schön kurbeln, aber ist mir scheißegal. Macht echt Laune. Die letzte Runde des Rennens. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,9 Sekunden. Komm rum, komm rum. Verstappen wird jetzt natürlich nochmal einen Konter versuchen. Ich werde jetzt auch da nicht sinnlos dagegen stechen. Muss ich ehrlich sagen, im sechsten Platz bin ich auch mehr als zufrieden. Aber wenn ich es schaffe, natürlich den fünften zu halten, habe ich auch nichts gegen. So, komm, komm, komm.
Darum jetzt noch einmal Feuer. Ja, Reifen nutzen natürlich jetzt stärker ab, Temperatur aber okay. Oh, Verstappen jetzt direkt hinter uns. Ein bisschen Kampflinie hier fahren. Dann dürfte er gar nicht mehr vorbeigehen können. Der Hamilton hat das Ding, glaube ich, gewonnen. Glückwunsch. Ja, und wir holen einen 5. Platz. Sehr geil. Großartige Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Während ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich ist das eindeutig der Manor-Pilot. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Juhu, ich bin der Fahrer des Rennwochenendes. Yay! Nachdem das Quali, ja, ich höre jetzt auf mit dem Qualifying. Das ist vorbei. Rennen, sehr cool. Ja, vom 11. jetzt auf den 5. natürlich viel Glück gehabt. Rosberg hatte Probleme, Verstappen hatte Probleme. Das Wetter hat wieder mal mitgespielt. Safety-Car-Phase, ja, war okay. Also, wenn man jetzt guckt von den Rundenzeiten her, Verstappen, der hatte jetzt ein Problem am Ende. War ich auf jeden Fall langsamer wie Verstappen, aber ich war schon schneller wie Perez, Alonso und so weiter, die ganzen Konsorten. Jetzt in diesen Mischbedingungen. Und von dem her absolut. Also 6. Platz wäre, denke ich, verdient gewesen. 5. war jetzt quasi der Bonus. Und also ich bin zufrieden. Also kann ich mir auf jeden Fall nicht meckern. Wir können ja das kurz nochmal kurz gucken, wie es da hinten ausschaut. Massa. Also ausgefallen ist niemand, trotz Safety Car anscheinend. Weil von der Zeit sind 32 Sekunden hinten dran. Also es gab Safety Car, aber es ist keiner ausgefallen, lustigerweise. Rosberg nochmal, der muss einen Stopp mehr machen. Auch der, glaube ich, der Einzige mit 2 Stops, ja, der ist nämlich nochmal reingefahren. Wir können kurz mal gucken in der Rennleitung vielleicht. Vorfälle. Eriksen mit Button. Dann Romain Grosjean mit Sainz. Alonso mit Sainz. Okay, Massa. Du fällst zu weit zurück, kriegst eine Durchfahrtsstrafe. Oh, wie ärgerlich. Okay. Okay, mehr ist es nicht. Ja, komisch, warum gab es dann Safety Car? Das gibt ja eigentlich dann gar keinen Sinn. Wenn nicht mal jemand ausgefallen ist, macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, oder nicht? Okay, also irgendwie vom Spiel muss man wohl nicht verstehen. Egal, ich würde sagen, wir gucken mal in die Wiederholung rein. Wobei, da gibt es eigentlich nicht so viel zu sehen, meiner Meinung nach. Wir können aber mal den Start gerne anschauen. Und da kam ich auf den ersten Metern nicht so gut weg, muss ich sagen. Als dann aber das Tempo aufgebaut wurde, war es ganz okay. Dann konnte ich mitziehen. Wir sehen jetzt auch gerade mal, dass Wehrlein auch kurz hier vor uns war. Oh, da dreht sich der Erste schon weg. Da hinten. Deswegen war da so ein kleiner Abstand dann hinter uns. Da war das mit Bottas. Der ist dann aber anscheinend danach wieder weitergefahren, weil anders kann man das ja sonst nicht verstehen. Ja, man erkennt eigentlich gleich, wer ich bin, nämlich der mit der unorthodoxen Linie. Der nicht so ganz die Linie der anderen fährt, das bin dann ich. Aber ja, die KI hat ja im Regen sowieso nie zu kämpfen. Die fahren ja einfach ihr Ding. Auch wenn sie sich ab und zu mal ein bisschen abschießen.
Ja, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht so viel zu sehen. Gut, die Szene mit Alonso könnte man nochmal zeigen vielleicht. Das war ja dann direkt nach dem Boxenstopp, glaube ich, mit den Intermediates. Da könnte ich nochmal kurz vorspulen, das könnte ich gerne machen. Aber die erste Runde gucken wir uns jetzt einfach nochmal schön an mit den TV-Bildern. Ja, da war ja sowieso, ging ja sowieso nichts. Von Wehrlein konnte ich mich ein bisschen absetzen. Und nach vorne, die sind wir aber auf jeden Fall abgehauen in dem Zeitpunkt. Also wie gesagt, wären die Bedingungen so geblieben, ja, wäre es eher wahrscheinlich sogar nach hinten gegangen. Also ich wäre sogar davon aus, dass vielleicht Wehrlein sogar aufgeholt hätte auf die Dauer. Weil beim Starkregen habe ich so meine Probleme, wie gesagt. Aber da kam, ja, die Mischbedingungen kamen dann zur rechten Zeit, definitiv. Ja, sehr schön. Ja gut, dann würde ich mal sagen, ich spule mal kurz vor. Also, ja, Epilepsie-Warnung, weil jetzt wird es gleich wieder wild. Formel 1 in 100 Jahren dann ungefähr. Dann wird es so schnell ablaufen. Spaß. Ja, überleg mal, wenn das theoretisch physikalisch so möglich wäre, das würde kein Mensch schaffen. Das geht nicht. Ja. Never, never, never. So, da fahre ich in die Box. So, dann müsste das jetzt kommen. Ah, hier hole ich noch, ich glaube Palma war das. Ne, Magnussen oder so. Ich weiß nicht, der war ja noch auf den Wets. Lalalala, warten wir mal. So, genau, da vorne ist jetzt Alonso. Aber das ist ja, da passiert erst in der nächsten Runde. Das war so eigentlich die einzigen Highlights, die es da eigentlich so noch gab. Weil sonst gab es ja groß nicht viel Highlights tatsächlich. Da war das letzte Rennen ein bisschen mehr, mit mehr Action gefüllt. Aber von der Spannung her fand ich es trotzdem interessant und vor allem vom Endergebnis. Also ich bin da echt jetzt mega happy mit. Mich da echt nicht beschweren. So, jetzt bin ich da dran. Jetzt müssen wir mal kurz warten. Ein bisschen nochmal vorspulen. Tut mir leid. So, da kommt jetzt die Szene. Ja, leichte Berührung. Ja, aber das war ja nichts Wildes jetzt. Warum er da... Also wir können kurz mal die Kamera wechseln. Also er hat ja jetzt keinen Schaden am Flügel bekommen irgendwie. So, ich bin quasi neben ihm. Bremsen ein Tickchen später, zu spät. Ich hatte ja noch Angst, dass ich Perez abschieße. Und dann, er lenkt halt ein, berührt mein Hinterrad. Dadurch, das ist halt immer die Gefahr, wenn quasi sein Vorderrad an mein Hinterrad geht, dann kann ich auch nicht mehr so gut einlenken. Und dadurch zieht es mich noch mehr geradeaus. Das ist so ein ganz dummer Effekt eigentlich. Er will einlenken, ich bin im Weg. Ich möchte eigentlich ihm jetzt auch nicht den Weg mega versperren. Aber ja, dadurch halt... zieht es mich noch mehr geradeaus. Ich meine, es verhakt sich jetzt hier nicht so krass, zum Glück, aber ja, er verliert hier so ein bisschen den Rhythmus, ein bisschen die Speed. Aber ja, fährt ganz normal weiter. Also da war auch nichts. Ja gut, er ist auch weiter hinter gewesen. Dann war aber auf einmal Safety Car. Und warum Safety Car war, das weiß keiner. Ich könnte jetzt durchs Feld gehen, warum da vielleicht Safety Car ist, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt jemand finde, der Grund für Safety Car ist, weil ist auch keiner ausgefallen, also keine Ahnung warum. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, an dieser Stelle soll es gewesen sein, beziehungsweise was heißt soll es gewesen sein, mit der Wiederholung soll es gewesen sein. Wir gucken uns jetzt nochmal den Punktestand genauer an und ja, bis gleich. Ja, und hier hat sich ja eigentlich nichts groß verändert. Ricardo, Verstappen haben die Plätze getauscht. Wir bleiben weiterhin hinter der Top 6 zwischen den Top 3 Teams stecken, wenn man so möchte. Aber mit 71 Zählern sind wir da schon echt sehr gut aufgestellt. Also, hey, vor der Saison hätte ich nicht gedacht, dass ich so viele Punkte mitnehme. So wie Wehrlein vielleicht schon, so 12 Punkte, was ja auch schon beachtlich gut ist. Aber, ja, not bad. Also es läuft auf jeden Fall nicht schlecht in dieser Saison, definitiv nicht. Ja, vor der Konstrukteurswertung ist halt auch krass. Wir sind tatsächlich hier auf dem 4. Platz. Das ist natürlich auch deutlich besser als da, wo wir sein sollten. Vor allem, weil McLaren und Williams eigentlich schon deutlich bessere Fahrzeuge haben und eigentlich auch Force India. Aber gut, ja, ich sag ja nicht nein. Mercedes, Ferrari und Red Bull natürlich vorne auf und davon, aber ist ja auch nicht schlimm. Und ja, läuft nicht schlecht. Ich würde sagen, wir gehen zurück zu unserer Lounge, ja, und gucken wir mal, wie wir uns da so geschlagen haben. Ob da alles mit Ordnung verlief, alles ganz gut. Da kriegen wir ein bisschen noch Punkte.
Und in der Rivalität sollten wir eigentlich ihn geschlagen haben, schätze ich mal. Ja. Und damit sind wir sogar ganz, ganz knapp jetzt sogar vor Hülkenberg. Also lief ja dann doch nochmal ganz gut, nachdem, ja, ihr wisst, das Qualifying nicht so zu meiner Zufriedenheit lief. Sehr schön. Da kriegen wir auch überall plus eins. Das interessiert uns nicht. Hey, hast du mal ein Sekündchen? Ich habe gerade das letzte Angebot ausgehandelt. Lust auf einen neuen Vertrag? Oh. Das kommt jetzt unerwartet, muss ich tatsächlich sagen. Wir kriegen die Möglichkeit, während der Saison das Team zu wechseln. Oha. Das ist natürlich krass. Ja, deine Leistung auf der Strecke hat das Interesse rivalisierender Teams geweckt. Sieh dir mal die Angebote an. Ist etwas Interessantes für dich dabei? Vergiss nicht, dass Teams oft bessere Erstverträge anbieten. Krass. Okay, also wir könnten zu Force India, McLaren oder Haas wechseln. Ja. Krass. Aber ich muss sagen an dieser Stelle, wir bleiben bei Männer. Also wir ziehen das durch. Also mein Gedankengang ist schon, gegen Ende der Saison zu wechseln tatsächlich. Einfach weil, ja, wenn man von so einem Team kommt, eine gute Saison fährt, die Möglichkeit kriegt, ein besseres Team zu fahren, dann macht man das auch. Aber jetzt während der Saison ist eigentlich ja eher untypisch, finde ich. Deswegen machen wir das dann definitiv nach der Saison, würde ich sagen. Und wir bleiben bei Männer. Ich denke mal, das ist auch im Interesse vieler von euch. Ich denke, wir haben auch gesagt, wir wollen Männer fahren diese Saison und dann bleiben wir auch dabei. Aber schmeichelt mir persönlich trotzdem. Wir bleiben bei Männer. Und unterschreiben das auch. Gibt ja nochmal Bonus im Team, oder? So ein bisschen so, yeah, ich bleibe. Super, ich erledige dann den Rest. Ja, sehr schön. Im Prinzip wird sich nichts ändern. Wir bleiben natürlich Fahrer Nummer 1. Aber ja, wie gesagt, da will ich jetzt noch nicht wechseln. Ich habe ja die Hoffnung vielleicht, dass wir nach Ungarn geht es übrigens zum nächsten Mal, dass wir vielleicht die Möglichkeit bekommen, am Ende des Jahres vielleicht sogar in eines der Top-Teams zu wechseln. Mercedes, Red Bull oder Ferrari. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Aber ich glaube, es wird schwierig. Ich denke mal, die wir jetzt so angeboten bekommen haben, also ich glaube, das sind schon so die Teams ungefähr, die es wahrscheinlich sein werden am Ende. Aber schauen wir mal. Wir haben jetzt noch einige Rennen vor uns. Wie gesagt, Ungarn ist das nächste Rennen. Das ist dann die Saisonhälfte ungefähr. Also wenn wir das durch haben, haben wir die Saisonhälfte auf jeden Fall. Und ja, ich will es am Ende gar nicht mehr so lange machen. Vielen Dank fürs Einschalten, das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Wie gesagt, nächstes Wochenende kommt kein Formel 1 hier aus der Karriere. Da geht es dann los mit der Megakurve-Saison. Auf jeden Fall auch sehenswert, meiner Meinung nach. Und dann höchstwahrscheinlich in 2 Wochen geht es dann hier in der Karriere weiter auf dem Ungaroring in Ungarn. Eine Strecke, die ich sehr mag, aber sehr, sehr anspruchsvoll ist. Da bin ich mal gespannt, wie ich da abschneiden kann. Vor allem, weil natürlich da auch gerne mal ein bisschen Regen kommt. Und dann könnte es natürlich spannend werden. Aber ansonsten blicke ich ja ab Monaco auf ein sehr, sehr gutes Ergebnislinie. 5., 2., 6., 2., 5. Jetzt müsste ich ja eigentlich wieder Zweiter werden, oder? So von der Rangfolge. 5., 2., 6., 2., 5., 2. oder 5., 1. Naja, nee, ich will nicht zu hoch planen, aber ich freue mich drauf und ich hoffe, du freust dich auch drauf. Ich bin auf jeden Fall raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wuhi.